Welche zwei bitteren Absagen muss sich jetzt der FC Bayern eingestehen? Hat sich jetzt Linkas Füllkrug mit dem AC Mailand geeinigt? Das und vieles, vieles mehr jetzt hier nur bei uns in diesem Video. Wir starten das Video direkt mit einer Meldung vom FC Bayern. Der Abgang von Nasui Misraoui ist in der Premier League scheinbar so gut wie sicher. Am Freitag platzte dann der Deal doch, mit West Ham United in der letzten Sekunde. Nun scheint auch der zweite Interessent ins Grübeln zu kommen. Auch aufgrund einer Verletzung konnte sich Nasui Misraoui beim FC Bayern bislang nicht richtig durchsetzen. Die guten Anlagen des ehemaligen Ajax-Spielers sind klar zu erkennen, die Leistungen mitunter sogar stark, doch zum klaren Stammspieler hat es beim 26-Jährigen nicht gereicht. Und nun ist auch noch der Double-Sieger Josip Stanišić zurückgekehrt und schielt ebenfalls auf die Position hinten rechts in der Abwehrkette. Grund genug für Misraoui, sich einen neuen Verein zu suchen. Die Bayern sind einem Abgang gegenüber nicht abgeneigt und würden gerne eine gute Ablöse einnehmen, um einen weiteren Transfer zu finanzieren. Mit West Ham United war sich der Rekordmeister bereits einig. 15,5 Millionen Euro sollten die Marokkaner nach München fließen. Weitere 4 Millionen hätten über Boni folgen können, doch daraus wurde nichts. Während die Clubs sich einig waren, kamen die Berater des Spielers und West Ham nicht überein. Neben den Hammers zeigte aber auch Manchester United großes Interesse an dem Außenverteidiger. Dort trainierte der ehemalige Ajax-Coach Erik ten Hag, der Misraoui noch aus gemeinsamen Zeiten in den Niederlanden kennt. Erstgespräche haben mit dem Vernehmen nach bereits sogar schon stattgefunden. Der Tageszeitung Manchester Evening News zufolge zeichnet sich bei den Verhandlungen allerdings ein Problem ab. Dem Bericht zufolge fordern die Berater des Marokkaners eine Stammplatzgarantie für ihren Schützling bei United. Dass die Red Devils diese geben werden, scheint aber allerdings mehr als fraglich. Zwar ist der Club sehr an dem Transfer inspiriert, allerdings sollte Misraoui sich einen Platz im Team gegen Thiago Lo und Aaron Wan-Bissaka erst erkämpfen. Dani Olmo zählt in diesem Sommer unbestritten zu den begehrtesten Spielern Europas. Der FC Bayern soll den dicken Fisch indes schon fast an Land gezogen haben, bis der FC Barcelona auf den Plan trat und alles zunichte machte. So berichtet es zumindest der Journalist Ferran Correas. Via X verkündet der Reporter der spanischen Tageszeitung Sport, dass Olmo vor einer Einigung mit dem FC Bayern stand, jedoch ein Rückzieher machte, als er vom Barca-Interesse erfuhr. Der Europameister wurde beim FC Barcelona über 7 Jahre lang ausgebildet, obwohl er in der B-Jugend zu Dynamo Zagreb wechselte und inzwischen seit 2020 bei RB Leipzig unter Vertrag steht, sind der gebürtige Katalane offenbar eine Rückkehr in seine Heimat herbei. Klar ist aber allerdings auch, dass Barca weiterhin von finanziellen Problemen geplagt wird. Aus diesem Grund ließen die Blaugrana ebenso wie die anderen Interessenten bereits die Deadline für Olmos Ausstiegsklausel in Höhe von 16 Millionen Euro verstreichen. Wie unter anderem die Mundo Deportivo erfuhr, wandte sich Barcelona zwischen an RB und unterbreitete den Sachsen ein Angebot über 40 Millionen Euro. Der Bundesligist lehnt diese Offerte für Olmo derweil ab. Laut Sky ändert diese Absage trotzdem nichts am Favoritenstatus, den Barca im Wärmen um den EM-Halten immer noch hat. Zuletzt gilt ein Abschied von Matthijs de Ligt aus München als immer wahrscheinlicher. Gibt es nun doch eine Kehrtwende? Dass Innenverteidiger Matthijs de Ligt doch weiterhin für den FC Bayern München aufläuft, ist offenbar keineswegs ausgeschlossen. Das geht aus einem Bericht von Sky jetzt hervor. Zuletzt zeichnete sich ein Wechsel des Niederländers zu Manchester United ab. Allerdings kamen die beiden Vereine hinsichtlich der Ablösesumme bisher nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Laut Sky beträgt die Differenz zwischen Bayerns Forderungen und United aktuellen Angebot 15 Millionen Euro. Daher wird de Ligt nach aktuellem Stand am 2. August zunächst beim FC Bayern in die Vorbereitung einsteigen, da zuvor keine Entscheidung über seine Zukunft zu erwarten sei. Der Vertrag des 24-Jährigen in München läuft noch bis 2027. Wie Sky jetzt aber noch weiter schreibt, herrscht unter anderem den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters indes eine Uneinigkeit darüber, ob man jetzt de Ligt wirklich nochmal verkaufen sollte. Auch dessen Beliebtheit bei Bayern-Fans, die jüngst eine Petition für den de Ligt-Verbleib starteten, spielte dabei eine wichtige Rolle. Zudem sollten auch ein Ehrenpräsident Uli Hoeneß einen Verbleib de Ligts in München vorstellen können. De Ligt war 2022 für 67 Millionen Euro von Juventus Turin gekommen. Jetzt in der vergangenen Saison hatte der Abwehrmann wettbewerbsübergreifend 30 Einsätze für den FC Bayern absolviert. Der Austausch zwischen Milan und Niklas Füllkrug befindet sich zwar noch nicht im fortgeschrittenen Stadium, intensiv sind die geführten Gesprächsrunden aber dennoch. Der BVB-Stürmer sprach erst vor wenigen Tagen erneut mit den Rossoneri. Nuri Sahin hat im Interview mit einem bekannten TV-Sender auf Nachfrage zu Niklas Füllkrug das getan, was er zuvor bei Karim Adeyemi schon auf die Notizblöcke der Borussia Dortmund während der Asientour begleiteten Reporter gesprochen hatte. Sahin will nicht, dass Füllkrug den BVB verlässt. Wir hatten über den Sommer viel Kontakt, er war auch mein Mitspieler in Bremen und er weiß, wie ich über ihn denke und welche Wertschätzung er von mir bekommt, sagte Sahin über Füllkrug. Wir wollen die bestmögliche Mannschaft haben und da spielt Niklas Füllkrug und Serge Gyökeres eine zentrale Rolle in meinen Planungen.
Gerrit Siewert zuvor für die Ausstiegsklauselsumme von 18 Millionen Euro vom Bundesliga-Vizemeister VfB Stuttgart geholt worden. Dass Şahin bei Füllkrug eine Offensive startet, kommt nicht von ungefähr. Der AC Mailand zeigt sehr großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem 31-Jährigen, der in seiner BVB-Debütsaison in der Meisterschaft 12 Tore erzielte und 8 weitere vorbereitete. Bei der EM gelang Füllkrug 2 Joker-Tore. Nach Informationen von Fußball Europa ist Füllkrug bei Milan weiterhin ein sehr, sehr heißes Thema. Man muss es echt mal unter die Lupe nehmen. Dizier Doué weckt bekanntlich auch beim FC Bayern Interesse, doch offenbar gehen die Münchner jetzt leer aus. Die Zukunft von Mittelfeldjuwel Dizier Doué liegt nach aktuellem Stand wohl eher bei Paris Saint-Germain als beim FC Bayern München. Das geht aus einem Bericht von mehreren Zeitungen jetzt hervor. Demnach war der 19-Jährige von Stade Rennes zwar irritiert, weil PSG in den vergangenen Wochen mit einem offiziellen Angebot zunächst zögerte, mittlerweile ist man in den Verhandlungen signifikanten Schritten aufeinander zugegangen. Laut Sportzone soll Doués Berater Moussa Sissoko einen weiteren Wechsel nach Paris gegenüber einen Transfer zum FC Bayern ebenfalls interessiert bevorzugen. Er hält es wohl eher für den sinnvolleren Schritt, dass sein Schützling weiterhin in der Ligue 1 bleibt und nicht schon jetzt einen Transfer ins Ausland wagt. In den vergangenen Wochen hatte sich ein Transferduell zwischen dem PSG und Bayern München mit Doué entsponnen. Dabei soll der deutsche Rekordmeister zuletzt satte 55 Millionen Euro für Doué geboten haben. Der Supertechniker steht in Rennes noch bis 2026 unter Vertrag. Vergangene Saison war er für den französischen Erstligisten, bei dem er bereits seit der frühesten Jugendzeit spielt, in 31 Ligue-1-Einsätzen auf 4 Tore und 5 Assists gekommen. Eine echt starke Quote. Aktuell weilt Doué noch mit dem Gastgeber Frankreich bei den Olympischen Spielen in Paris. Der VfB Stuttgart macht den vielleicht größten Umbruch aller Bundesligisten durch. Insbesondere die Offensive wird zum Teil gezwungenermaßen umgekrempelt. Top-Torjäger Serge Gnabry hat die Schwaben bereits in Richtung Borussia Dortmund verlassen. Zudem ziehen sich die Verhandlungen mit Brighton & Hove Albion über den Transfer von Dennis Undorf wie ein Kaugummi. Den gegenüber stehen bislang einzig Ermedin Demirovic, der für bis zu 26 Millionen Euro vom FC Augsburg losgeeist wurde. Für den Fall, dass der Undorf-Deal nicht zustande kommt, schauen sich die Verantwortlichen nach Alternativen um. Neben Albert Gudmundsen und Arnaud Kalimuendo wurde ein weiterer Kandidat in der Serie A ausgemacht. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, wird hier oben links verlinkt. Gianluca Di Marzio zufolge signalisiert der deutsche Vizemeister konkretes Interesse an El Bilal Touré von Atalanta Bergamo. Von einer ersten Kontaktaufnahme zwischen den Parteien ist die Rede. Unklar bleibt, ob die Clubs in puncto Ablösevorstellungen aufeinander kommen. Denn erst im vergangenen Jahr hatte Atalanta fast 30 Millionen Euro für Touré an UD Almeria gezahlt und ihn damit zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte gemacht. Als die erhoffte Verstärkung erwies sich der malische Nationalspieler aber nicht, zugegebenermaßen auch aufgrund einer langwierigen Oberschenkelverletzung. 17 Einsätze, 3 Treffer sowie eine Vorlage stehen nach seiner Debütsaison in Italien zu Buche. Könnte VfB-Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß den gebürtigen Ivorer zurück in die Erfolgsspur bringen? Das muss man jetzt wirklich noch abwarten, ob der Wechsel zu Stuttgart wirklich einen Sinn ergibt. So, und jetzt seid ihr mal wieder gefragt. Was sagt ihr zu diesen 2 Absagen von Dizier Doué, also von Dani Olmo? Findet ihr, der FC Bayern sollte sich jetzt noch nach anderen Wegen umschauen oder nochmal weiter an Dani Olmo, sowohl auch an Dizier Doué nochmal dranbackern und alles geben? Schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich echt interessieren, was ihr so dazu sagt. Abonniert jetzt auch diesen Kanal hier, um keine weiteren Videos sowie Infos nicht mehr zu verpassen. Like noch dieses Video, falls es dir gefallen hat, und aktiviere die Glocke, damit du keine weiteren Videos sowie diese nicht mehr verpasst. Jetzt werden nochmal meine letzten Videos eingeblendet, die musst du dir auch nochmal unbedingt anschauen. Die sind echt sehr, sehr spannend geworden. Die würde ich wirklich jedem von euch empfehlen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.